Hello and welcome to the 45th World Skills Competition. Es ist sehr schwierig, voll Tempo dran. Zwei Tage, die nicht so gelaufen sind, aber heute ist es besser gegangen und mehr Freude dabei sein, aber es ist anstrengend. Es ist ein riesiges Erlebnis hier zu sein, mit all den Nationen, mit all den Sprachen, mit all den Leuten, die man kennenlernen kann. Zudem hat man auch praktisch einen rechten Fortschritt machen im Training. Es ist eine einmalige Chance. Also, es macht sehr Spass, es ist cool. Nicht immer am Fernsehen schauen, wie die Schweiz repräsentiert, aber das machen wir, sagen wir mal, ich tue die Schweiz repräsentieren. Ich denke, eben wirklich praktisch, weil man hier sehr viel dazu lernt, wegen der kleinen Details, die man muss gucken muss. Es kommt wirklich pünktlich nicht, das ist wirklich sehr streng bewertet. Aber wenn man es dann durchzieht oder so, dann weiß man, dass man das schafft, auch in der Zukunft bei anderen Sachen vielleicht. Also für einen Kandidaten ist es extrem erleichternd, wenn es dann endlich losgeht. Für mich natürlich auch. Es ist einfach ganz ein tolles Abenteuer. Also wenn man mit so jungen Leuten kann, die Leidenschaft teilen kann. Und auch mit den Experten ist es wirklich interessant, mit ihnen zu reden. Und es ist einfach toll. Wir sind immer sehr angespannt und nervös. Das ist ganz normal. Vor allem gerade am Anfang des Wettbewerbs. Ja, das ist eine relativ emotionale Geschichte. Ja. Ich merke immer wieder, wie die jungen Leute am ganzen Wettbewerb wie die einen Prozess durchmachen und eigentlich an sich selber wachsen. Man darf sehr stolz sein auf das, weil es ist wirklich eine Riesenleistung, wenn man schon nur hier teilnimmt, abgesehen vom Resultat, das man erreicht. Toute la pression est sortie. Ja, ich habe nur Trappe einfach mit dir. Ich habe es gerade fast nicht gelobt. Ich habe ein bisschen hergucken, dass ich es glaube, dass die Schweizer Flagge hängt. Unbeschreiblich, so etwas habe ich noch nie gefühlt.